Ich fühle mich richtig gut. Jetzt bin ich bereit für die Eröffnungsfeier. Der Beste soll gewinnen, ne? Hier muss man halt Kopf und mit den Händen arbeiten. Man muss vorher überlegen, wie gehe ich vor, was ist zu machen, damit ich die Maße einhalte, die Farbe richtig, auch die Fliesen verlege und so weiter. Und mit den Händen, ein gewisses Talent muss man immer haben. Man muss ein sehr gutes Auge haben, weil man sieht ja auch die Fugen. Man kann nicht eine Fuge breit machen, eine schmal. Es muss immer exakt verlegt werden. Und es muss Spaß machen auch, weil ohne Spaß kann man keine Leistung bringen. Also ich habe das Stück jetzt insgesamt dreimal trainiert. Auf Messen, in der überbetrieblichen Ausbildungsstätte, wo ich früher gelernt habe. Ja, und das wird wohl reichen. Die Worldskins sind für mich eine Plattform, unser Handwerk zu präsentieren und auch für Deutschland eine große Image. Hat mir schon immer Spaß gemacht, mit jungen Leuten zu arbeiten und darum bin ich auch noch hier. Das ist mir sehr wichtig, meine Erfahrung an die jungen Leute weiterzugeben, damit die auch später wieder junge Leute ausbilden können. Man kann nicht in einem Schnellkurs ein Handwerk, so wie es hier präsentiert wird, das kann man nicht lernen. Da braucht man schon einige Jahre für. Die Worldskins sind für mich das Allerhöchste. Das ist für unseren Berufsstand die höchste Auszeichnung, die man erreichen kann. Und macht immer Spaß, mit fremden Leuten aus anderen Ländern, andere Sitten zu arbeiten. Das ist unfassbar. Das ist echt Wahnsinn. Hätte ich nicht mit gerechnet. Worldskills sind für mich ein riesiges Event. Das muss man echt mal erlebt haben. Ich würde das auf jeden Fall nochmal mitmachen, aber ich kann ja nur einmal mitmachen.